Hallo und herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Hallo Daniel. Hallo Claudius. Wow. Heute mal wieder eine ganz geile Challenge im Angebot. Und zwar haben wir hier Teesorten. Die Marken sind jetzt mal komplett egal. Wir hatten keinen Bock, das alles abzukleben. Wir hassen Teekanne und Mesma und wie es alle heißen, ist alles scheiße. Aber wir brauchen Tee drauf. Weihnachtstee. Richtig. Wir haben Weihnachtstee, wir haben Weihnachtssorten. Darunter sind zum Beispiel Kaminabend. Oder Apfelstrudel. Oder was haben wir noch bei dir da drin? Zimtschnecke. Zimtschnecke zum Beispiel. Die haben wir jetzt in Paaren aufgeteilt, hier mit Alufolie, ich zeig das einmal kurz, abgedödelt, damit man nicht erkennt, was das jetzt genau ist, was wir da nehmen. Und dann stecken wir uns das in den Mund und müssen erraten, welcher das hiervon ist. Wir wissen überhaupt nicht, welche hiervon welche sind, also wir können das auch nochmal mischen, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Genau, wir nehmen immer beide den gleichen und dann schauen wir, welcher davon das hier ist. Die haben wir jetzt da hingestellt als Referenz, damit wir wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt haben. Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, was haben wir hier für so, was war das eine mit Sternanis? Genau, also da sind die verrücktesten Sachen drin. Zimt. Ja, mit Zimt. Ich bin schon froh, dass keiner Dominosteingeschmack hat. Oder Stollmichel. Obwohl, Stollmichel als Tee. Sehr ganz geil. Unsere Idee. Vielleicht anschneiden. Unsere Idee. Teekanne oder Messer, haben wir Bock drauf. Naja, wir fangen jetzt gleich einfach mal direkt an. Wir haben mal gesagt, wir machen 4 Stück. Und wenn nach 4 Stück Gleichstand ist, dann machen wir nochmal 2 andere. Are you ready to rumble? Such einen aus, bitte. Okay. Ich fange den an. Gott. Wir nehmen den ganz in den Mund und schauen. Dürfen wir auch dann riechen? Ja, klar. Okay. Ja. Okay, der riecht halt nach nichts, ne? Das Einzige, was da riecht, ist das Papier. Das riecht einfach nur nach Teepapier. Also meiner riecht doch gar nichts. Krass, okay? Kann doch nicht sein. Ich hab da so ein bisschen drauf gehofft. Boah! Lecker. Oh Gott. Bisschen eklig eigentlich, so Teebeutel zu lutschen, aber... Ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Sicher? Mhm. Weil du es rausgeschmeckt hast oder weil du die Sorte gesehen hast? Weil ich es rausgeschmeckt habe. Apfel und Zimt, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg. Haben wir was mit Apfelzimt? Wir haben Zimtschnecke, wir haben... Ach, oder hier Apfelstrudel zum Beispiel. Nee, Apfelstrudel ist das nicht. Okay. Was ist das hier? Winterzeit. Was ist da drin? Keine Ahnung, das ist auch ein Bild, das. Orange, Apfel, Zimt und Spekulatius. Also Apfelzimt. Hier, warte, Bratapfel. Also du sagst Bratapfel? Ich sag, das ist süßer okay, Bratapfel. Ist egal, ich nehme auf jeden Fall Apfelstrudel. Ich sag, das ist Apfelstrudel. Das hat mich direkt bei erster Sekunde überzeugt. Es ist die fucking Zimtschnecke. Was ist das? Fackel. Scheiß. Nie im Leben. Das schmeckt so nach Apfelstrudel. Ja. Wir klatschen das jetzt einfach hier hin. Okay, ersten Punkt hat niemand. Wie erbärmlich. Das ist echt erbärmlich. Das war die Zimtschnecke. Dann können wir die, komm, die können wir jetzt rausnehmen, ne? Komm, jetzt weiter geht's. Die haben noch nie Zimtschnecke gegessen. Ich pick wieder einen, okay? Ja. Boah, was ist das? Oh nein! Da sollte ich auch mal ein besseres System. Okay, dann dran riechen. Es riecht noch fucking gar nichts. Nee, es riecht noch nichts. Es riecht wirklich noch nichts hier. Wollt ihr mal riechen? Oh, okay. Oh, das hatte ich auch schon mal. Da ist Apfel drin. Aber da ist wirklich Apfel drin. Das Ding ist, du brauchst mega viel Spucke dafür, um da was rauszuholen, ne? Fuck man, ich hab zwei Stück von dir sein können. Bist du safe? Weißt du safe, was es ist? Ja. Safe call. Ich habe meinen Teebeutel leer. 3. Und du sagst wieder Bratapfel. Ja. Es ist eiskalt, jetzt ist es süßer Bratapfel. Ich sag auch Bratapfel. Was ich glaube, wir sind beide falsch. Ich sag nämlich, das ist einfach Apfelstrudel, oder? Ist Bratapfel? Süßer Bratapfel. Nice. Ja, okay. Da ist nice. Das Ding. Ja. Ja, ist der Bratapfel. War eigentlich der Bratapfel. Was? Boah, mir fällt gleich die Zunge ab, ey. Okay, der ist auch raus. 1-1. Bing, bing. Okay. Es riecht wieder nach gar nichts. Das kann doch nicht sein, dass Tee nach gar nichts riecht. Es tut sie auch nicht. Weil jedes Mal, wenn du irgendeine scheiß Teeschublade aufmachst oder einen Schrank, ja, der kommt. Riecht nur nach dem Papier. Okay, ich weiß, was es ist. Nein, Gott. Bah! Was ist das? Aber das ist heftig, warte mal. Weißt du, was es ist? Boah, ist das ekelhaft! Oh, boah, das ist so ekelhaft! Boah, sorry, nee, das geht nicht. Ich kotze gleich, ey. Aber ich habe eine Vermutung. Okay, bist du bereit? Warte, ich muss noch einmal kurz. Das könnte der Apfelstrudel sein. Glaubst du? Das könnte nein. Das könnte der Apfelstrudel sein, glaub mir. Okay. Was ist das denn hier überhaupt? Hüttenzauber. Was ist noch drin? Glühweingeschmack. Der hat sich gar nicht auf den Zelt. Komm, du hast ja 5 ja. Sekunden. Ja. Okay? Ja. 3, 2, 1, Hüttenzauber. Marzipan. Fuck, ich glaube, das ist dein Punkt. Ich glaube echt, den hast du geholt. Ich glaube, das ist deiner. Ich glaube, das war der entscheidende. Ja, ist deiner. Ist deiner. Hast du gewonnen. Ist er das? Das ist er.
Das ist nämlich Kamin. Kaminabend, ja. Hast du gut gemacht, ja. Ich liebe Marzipan. Mhm. Aber es schmeckt halt nicht. Boah, es schmeckt so ekelhaft. Scheiße, scharf. Ja. Ach, das ist Marzipan. Ich dachte, das ist Ingwer. Fuck it. Ja, Scheiße. Ja, kommt davon, wenn du immer auf die Verpackung guckst. Okay, wir haben noch drei über. Das ist jetzt Matchball für dich. So. Okay, dann so raus. Goldene Mitte. Oh, okay, ich weiß. Ja, ich weiß. Scheiße, hast du gewonnen jetzt, ja. Das ist so obvious, wonach es riecht. Das ist der erste, der richtig krass nach was riecht. Ich brauche ihn nicht im Mund nehmen. Ja, hundertprozentig, ich weiß, was es ist. Aber da du den Punkt jetzt auch holst, hast du gewonnen, kann ich jetzt schon sagen. Fuck, man, nur durch einen falschen Tipp. Weißt du? Mhm. Ja, ich weiß. 3, 2, 1. Hüttenzauber, ja, ist 100%. Man schmeckt auf jeden Fall den Glühwein. Man schmeckt dieses Sternanis-Gelöt. Ich weiß, hast du jetzt auch keine Hütten? Ich hab gedacht, du sagst auch Winterzauber. Nein, ich hab das hier. Hüttenzauber. Okay, dann müssen wir es mal auspacken. Das ist Winterzauber. Ja, deswegen. Ich sag extra, ich weiß. Ey, ich bin so schlecht daran. Okay, aber trotzdem Matchball. Oh, ich wollte extra Gleichstand rausholen, damit wir alles lutschen müssen. Sachen, die man in Pornos sagt. Welcher war das denn jetzt? Winterzeit. Oder, glaube ich, ich weiß vom Geruch her, glaube ich, weiß ich, welcher das ist. Apfelstrudel. Das ist Apfelstrudel. Das ist also das da muss man auch nicht... Das schmeckt einfach nach Apfelstrudel. Da brauchst du gar nicht beschreiben, wie die schmeckt. Das ist Apfelstrudel. Und damit hat der gute Daniel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was kriegt der Gewinner? Zwei Themen. Ja, du darfst die jetzt alle, die angelutschten hier, das hier schön reinziehen. Das ist geil, damit machen wir uns jetzt erstmal einen schönen Früchtetee. Ja, komm, wir probieren trotzdem. Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja gar nicht, weil das ist ja abgedeckt. Oh. Boah, der ist doch richtig ekelhaft. Was ist denn das jetzt? Also, für die Leute, die Glühwein mögen, ist das lecker. Nee, ich hasse Glühwein. Den schmeckt man auch stark raus. Also das ist jetzt wirklich... Na gut. Haben sie gut gemacht. Danke, danke. Könnt ihr mal nachmachen? Ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Man stirbt davon jetzt nicht. Noch nicht, das wissen wir noch nicht. Wir sehen es morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß bei diesem Video gehabt zu haben. Bis morgen. Adventskalender Bulli TV. Habt Spaß. Weiter in U. Jingle Bell.